Servus Leute, Powerpüre am Start. Heute haben wir für euch ein kleines, aber feines Paket von der Feuerwerksvitrine. Haben wir in der Sommeraktion ganz spät zugeschlagen. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was da drin ist. Machen wir das gute Stück mal auf. Oh, ich treffe, glaube ich, nicht richtig. Nicht über die Aufkleber wundern, Leute. Privatsphäre muss geschützt werden. So. Hier auch noch. Professionell macht der Herr das. Mensch, wir haben hier wieder nur eine Schere zur Verfügung. Dreht sich auf das Gleiche. Ah, jawohl, da ist auch schon auf. So. Das Ganze sieht ja schon mal dick aus. Oh, das kommt uns dagegen. Packungsmaterial. So. Oh, da haben wir einige Raketen, schätze ich. So, fangen wir an. Einmal das Space Ace, 7 Bombenraketen von Fox Feuerwerk. So. Dann. Oh, oh. Das Iron Pack von Gao. Da hatten wir letztes Jahr auch Gao-Raketen, allerdings andere, das ist nochmal was Neues. 5 verschiedene Raketen. Die Orangen ist doppelt, aber der Rest scheint einzeln zu sein. Gut. Okay. Das Megapack, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Explode, nee, ich mich auch nicht. Okay, aber richtig geil sortiert hier. Was für Böller, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber richtig geiles Set hier, richtig dicke Raketen. Mal schauen, ob die auch so dicke Zerleger haben. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Sonderpreis. Was haben wir hier gekauft? Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, vom Pyroprodukt. Vom Pyroprodukt die Red with Silver Coco Pistol with Red Tail. Ja, kann ich mir jetzt nicht viel drunter vorstellen gerade. War anscheinend irgendwie im Angebot, deshalb haben wir es einfach mitgenommen. Und machen wir weiter. Von Funke hier die Tornado-Wirbel. Haben wir auch noch nie gehabt. Auch sehr geile Teile. Die Videos haben wir schon uns angeguckt. Oh je. Noch hier nochmal noch mehr Rote Kassar. Wir haben schon bei Röder 2 bestellt und auch im Laden nochmal gekauft. Aber wie gesagt, kann man nie genug haben. Waren auch hier wieder im Angebot. Richtig geile Burler für deutsche Verhältnisse. Also kauft euch. So, Verpackungsmaterial. Was haben wir hier gekauft? Ich habe keine Ahnung mehr. Was ist das denn? Das sind lose Böller von Leslie, Nico, Kanonenschlag. Kanonenschlag, genau. Krass. Und kleine Böller. Wir machen das jetzt nicht auf. Ich weiß nicht, ob man da was erkennt man da was? Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall Leslie Ware, Nico, Kanonenschlag hier, ja, genau. Also wir wissen jetzt auch gerade nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich einfach ein kleines Geschenk. Ja. Ich glaube, so ein paar Reste macht genau. Die Vitrine ja ab und zu. Absolut richtig. Oh, hier, die Detonation von Pyroland. Saugeil. Steinhart mit einer Crackling-Wolke. Auch sehr geile Idee von Pyroland. Dann geht's weiter hier mit den Leslie Rumbos. Extra für die Feuerwerksvitrine. Okay, extra Ausgabe hatten wir auch noch nie. Oh, die gehen schon auf, wie man sehen kann hier. Oh. Nicht so geil. So, und The King. Ich glaube, es ist sogar noch die alte Version, kann das sein? Das ist... Muss man aufs Datum gucken. Steht da irgendein Datum drauf? Ich sehe jetzt gerade keins auf die Schnelle. Egal. Steht nichts drauf. Schicke Teile. Schicke Teile geht's. Genau. So, die Kiste machen wir uns mal fürs Ende auf. Genau. Oh, hier geht's weiter. Oh, diese... Schon wieder eingepackt. Schön filigran verpackt. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, was das ist. Ich weiß zum Beispiel die Funke. Ich tippe ganz stark auf Funke. Ja? Fire Event. Stimmt, Fire Event. Klar. Habe ich, glaube ich, auch noch einen mitbestellt. Wollte ich unbedingt haben, genau. Fire Event. Die D-Böller von Fire Event. Sehr schönes Design auch hier. Old School. Also hat Nico mit Fire Event gute Zusammenarbeit gemacht. Testen wir auf jeden Fall. Verpackungsmaterial, geht's hier weiter, Verpackungsmaterial, ja genau. Kalaschnikow von Leslie, auch Kanonenschläge sind es, soweit ich weiß, haben wir auch noch nie gehabt, würden wir auf jeden Fall auch für euch testen oder werden wir testen. So, hier haben wir noch eine schicke Batterie, die Hot Rod, Best Choice, 16 Schuss, 30 Meter, 25 Sekunden Brenndauer, Kaliber, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Steht da oben was noch? 25 mm, ja. Auch richtig relativ schwer dafür, dass es noch ein bisschen kleiner ist. Aber freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Gab es, glaube ich, auch für einen Preis unter 10 Euro. Also sehr geil. So, und zu guter Letzt gibt es hier noch die Pyroart Restekiste 2018.
18? 18. 18, okay. Ich hätte fast 2018. Wir haben ja auch 2018. Machen wir die ganze auch mal auf. Ich glaube, die gab es sogar kostenlos, gell? Wenn man ab einem Bestellwert von 100 Euro oder so, kommt man sich, glaube ich, einen Gratisartikel da aussuchen. Oder irgendeinen Artikel, den man noch haben will. Soweit ich weiß, war da irgendwas. So ein Unboxing im Unboxing hier. Genau, so sieht's aus. Okay. Anscheinend nur Pyroart-Artikel, oder? Ja, es ist ja auch eine Pyroart. Genau, Pyroart. Reibkopfknaller, 20 Stück. Haben wir auch noch nie gehabt. Sehen ziemlich antik aus. Keine Ahnung, von wann die sind. Geil. Dann auch Spider-Party, kleine Party-Popper von Pyroart. Auch ganz nett. Haben nicht gewusst, dass Pyroart Party-Popper macht. Aber cool. Ja. Dynamit. Dynamit. Die C-Böller. C-Böller. Sehr geil. Haben wir auch noch nie gehabt. Ich glaube, ich habe alles noch nie gehabt. Hier verschiedene Böllergrößen. Ich glaube, hier sind es B-Böller oder A-Böller. Das C-Böller sogar. C-Böller. Hier A-Böller. Und hier noch kleine Packet-Cracker-Matten. Alle von Pyroart. Genau. Von Weco. Okay, Feuerwirbel. Genau, bisschen Cut 1. Im Oldschool-Design. Hier eine schöne Party-Starter. Tischfontäne ist es, glaube ich, ne? Ja. Cooles Design mit so einer Rakete. So, machen wir hier weiter. Oh, Knallbonbons von Keller. Okay, doch nicht als Pyroart. Ja, ganz nett. Dann geht's hier weiter mit den Zwergenknallern. Also das sind, glaube ich, ganz normale, wie nennt man sie? Knallerbsen. Hier auch nochmal Knallerbsen, Knallteufel von Weco. Nochmal Feuerwirbel von Weco. Dann hier nochmal eine Tischfontäne, die Konfettibombe. Ja, lieb. So, geht's weiter mit den Pyrocrackern. Ach, Pyrocracker von Foxfeuerwerk. Auch ganz nett. Na, Knallteufel, muss nicht viel zu sagen. Dann nochmal Pyrocracker von Pyroart. Feenstaubgold. Wunderkerzen, denke ich mal. So, Flitze Feuerstein. Haben wir in unserer Einkaufstour gezündet. Schaut's euch an. So, dann geht's weiter mit Feenstaub in Gold. Auch Wunderkerzen oder sowas in der Art. Und hier noch ein römisches Licht von Pyroart, wer hätte es gedacht. Funkenflug. Sehr cool. So. Ich würde mal sagen, machen wir noch eine Gesamtübersicht. Ja, komm. Und dann sehen wir uns nochmal. Ja. So, hier nochmal zu einer feinen Gesamtübersicht. Ich würde sagen, hier, das war der kostenlose Artikel, haben wir gerade rausgefunden. Dann hier die Kalaschnikow. Zweimal der Rote Cousin. Hier ein Racket-Set von Gao. Eins von Xplode, dann eins der Space Ace von Fox Feuerwerk, die Hot Rod von Xplode, ein Päckchen Fireband Burler, wollte ich unbedingt testen, Leslie Rambos, die Detonation von Pyroland, der King, man kennt ihn, Turbowirbel von Funke, die Pyroprodukt, oder? Pyroprodukt 136, genau, und hier die feine Restekiste von Pyroart. Genau. Leute, wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, in dem wir einfach mal die ganzen Sachen davon zünden, sagt uns Bescheid, schreibt einen Kommentar und dann werden wir dem Wunsch natürlich nachgehen. So sieht's aus. Also ich würde sagen, das war unser Unboxing von der Feuerwerksvitrine, unsere erste Bestellung bei der Feuerwerksvitrine. Nee, wir hatten schon mal bestellt. Genau, wir hatten schon mal Kategorie 1 bestellt. War auch sehr gut, wir sind sehr zufrieden, war alles da wieder. Und ich würde sagen, eine ganz gute Auswahl von Artikeln, die man so oft noch nicht gesehen hat. Also ich würde sagen, haut rein und macht's gut. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.